Hi. Entschuldige, wenn ich etwas im Arsch klinge, aber ich bin ein bisschen im Arsch. Willkommen zum Remnant 2 Hardcore-Modus Veteran bla 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 Run. Ich habe mir den Arsch abgegrindet und wir haben uns einiges zugelegt, unter anderem den Dualisten haben wir jetzt auf 5, Draufgänger auf 9, die Klamotte ist, naja, alles was wir schon hatten. Das Herz ist noch dasselbe, ich habe jetzt Elementarschaden, Fernschaden, Rüstungseffizienz drin. Dann habe ich solange ihr habt, wenn ihr den Abenteuermodus startet, auch im Hardcore-Modus, den One-Shot-Modus des DLCs, da ist die Funkenfeuer garantiert. Da habe ich die hier. Bin da einfach reingelaufen, ich wusste ja, wo sie liegt und habe sie mir besorgt. Darauf übel riechende Wunde, weil du kannst am Anfang des DLCs immer diesen einen Garantie-Glitch-Gegner abfarmen. Da habe ich mir meine korrumpierten Luminit-Kristalle geholt. Habe ich das aufgewertet. Feuersturm, wissen wir ja. Ich habe den Wichser gekillt. Da habe ich den her. Wisst ihr, ich habe ihn ja damals extra liegen lassen im Run. Dann hier. Axt der Krill. Hey, ich habe online gespielt. Jetzt hat jemand online gespielt gehabt und da war zufälligerweise am Anfang in Eneiras Ende. Und dann dachte ich mir, auch da gehe ich mit. Und da hatte sie noch nicht gesammelt. Perfekt. Da kam ich zu der Axt. Dann die Tech 22, die haben wir auf 18. Ja, ist scheißegal. Lied von Ephir drauf, mehr brauchen wir nicht. Habe ich noch einen Eigenschaftspunkt? Nein. Wir kommen gleich dazu. Dann Ring des Fanatikers, war ja klar, weil ich konnte mir die Klamotte hier holen bei Nimue. Ihr wisst schon aus dem DLC. Da bin ich dann nochmal rein, habe mir sein Gesabbel angehört. Da kam ich dazu. Der hier lag auf dem Weg zum Roten Prinzen. Perfekt. Dann hatten wir das hier. Ich war so frech und habe mir den Arne-Kristall gegönnt. Den haben wir uns ja regelmäßig erspielt. Rechtmäßig erspielt natürlich. Beim Abschließen von Yaesha. Dann verkauft Reggie dir den Ring. Ach so, und an der Stelle, wenn euch das hier alles gefallen hat, der Run. Ist vermutlich der letzte Part heute. Dann würde ich mich nochmal riesig über ein Like freuen. Das wäre nett. Dankeschön. Ich habe das hier extra alles für euch nochmal gemacht. Ich habe das schon mal hinter mir und ich dachte, hey, wenn es euch juckt, dann mache ich es eben nochmal. Genau, Arne-Kristall für jeden verursachten Elementareffekt. Mach mal mehr Damage. Mein Hirn ist brei. Ich habe auch keine Lust, das vorzulesen. Erhöhe den verursachten Gesamtschaden von brennenden Gegnern. Da haben wir den versenkten Ring drauf. Den haben wir auch gemeinsam gefunden. Henkelkreuz ist von der Root Earth und Miasma. Eigenschaften ist ein bisschen querbeet. Bisschen Kondi, damit ich öfters die Axt schmeißen kann. Inspiration, damit wir öfter unser Mod machen können. Expertise, die Fähigkeiten, was wir halt so haben. Ihr seht es ja gerade. Es ist jetzt nicht die Welt, ist nicht perfekt, aber gut genug, sollte reichen. Und jetzt machen wir uns eben noch einen guten Seeder auf. Den hauen wir uns rein. Oh, wo habe ich das denn her? Ja, da schon mal eine an. Cool, Kids Rasierer. Ja. Ja, wir sind im Kampagnenmodus. Ich habe wohl einiges wohl mal gesammelt. Also, rein die Plörre. Auf geht's. Klatsch mir ihn. Und das ist es eben. Also, ich habe mich jetzt auf Power Level 20 hochgegrindet. Bla bla bla. Ja. Und der Boss ist auf Stufe 14. Seht ihr oben rechts? Also wir sollten etwas einen Vorteil haben. Hoffe ich doch. Ich ploppe an dieser Stelle jetzt allerdings schon mein Herz für den Damage-Bonus. Na, Alter, was geht? Haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen, ha? Hey!
Wo gehst du denn hin? Wo willst du denn hin, Schatzi Pupsi? Guck mal, ich hab extra einen Feuersturm für dich. Ach, er ist ausgewichen. Hier, ich hab dir extra noch einen mitgebracht. Jetzt sei nicht immer so undankbar. Und noch einer. Guck mal. Wie Weihnachten. Du fliegst voll in die Scheiße, weißt du das? Moin. Stirb. Seht ihr uns, so einfach kann das sein. Es ist eine Qual bis zu diesem Punkt. Das Schlimmste ist Gift. Habt ihr Gift hinter euch? Es ist einfach nur ganz chilliges Grinden. Das ist alles. Ja, ja, ich weiß, es kommt noch eine kurze Sequenz von bla bla bla. Entschuldigung? Ich wusste nicht, dass du das kannst. Du willst heute aber schon mal damit aufhören, ja? Clementine, es wird langsam etwas dünn. Danke! Wir haben es. Und somit hätten wir auch den Savior. Nochmal. Ah, Mensch, du, das muss ein harter Schiss sein. Das kann ich mir vorstellen. Das war dieser Run auch. Ich muss es gleich mal vorweg sagen. Das Video wird vermutlich nicht super lang. Wird es tatsächlich nicht. Ich versuche jetzt... Entschuldigung, wenn ich über die Cutscene rede. Aber ich muss das jetzt hier alles loswerden. Weil ich nicht die Credits abspielen werde, weil da Lizenzmusik spielt. Das mache ich nicht. Ja, also... Wenn es euch gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Like da, es würde mich riesig freuen. Es hat doch relativ Spaß gemacht. Nochmals, ja. Ihr habt jetzt auch eine ungefähre Anleitung, ihr könnt es ja versuchen nachzuspielen, das geht schon. Ich habe jetzt wirklich von dem letzten auf diesem Part einfach nur ein paar Mal Abenteuermodus immer wieder gespielt. Das war alles. Und ihr seht so Ritualisten. Ja, ja. Ritualist kannst du bei Wally einfach kaufen. Dadurch den hier. Der ist ja garantiert. Funkenfeuer ist garantiert, solange es nur einmal oder das erste Mal in den DLC im Abenteuermodus gehst, also das One-Shot-Abenteuer. Ja. Und idealerweise hatten wir ja den Feuersturm. Okay, also, wie gesagt, an der Stelle muss ich beenden. Fände es großartig, wenn ihr nochmal ein Like da lassen würdet. Dankeschön dafür. Ich werde mal schauen. Vielleicht können wir immer mal bald wieder was mit Remnant machen. DLC. Okay, also, Dankeschön, dass ihr so lange mit mir ausgehalten habt. Und ja. Bis denn dann, ne? Also, tschüss. Gott, ich brauche jetzt einen Kaffee.